Meine Herren, meine Damen, weil wir gerade beisammen hier in diesem Saal, hören Sie zu einmal. Auf sehr schwierige Fragen werd ich Ihnen sagen, gleich die Antwort drauf, also passen Sie mal auf. Wenn ein Mann mit 80 Jahren ein ganz junges Mädel freit, was tut er denn da, was tut er denn da? Er tut mir nebisch leid. Fällt ein Todfeind in die Donau und schreit sich die Kehle wund. Was hat er denn da, was hat er denn da? Da hat er keinen Grund. Wenn am Postamt der Beamte sieht viel Menschen stehen ihm nu, was tut er denn da, was tut er denn da? Er macht den Schalter zu. Freut mich sehr, nur wenn man ein bisschen lacht. Danke sehr, so hab ich's gern, aber jetzt wird's noch schwerer werden. Geben Sie Acht. Was zwei Köpfe hat und sechs Füße und gibt Milch auch noch dazu, was ist denn das dann, was ist denn das dann? Eine Amme und eine Kuh. Wenn ein Herr schläft im Burgtheater und er schnarcht auch noch darauf, was tut er denn da, was tut er denn da? Er weckt die anderen auf. Wenn ein Fräulein auf und ab geht, in der Gürtelgegend nur, was ist sie denn dann, was ist sie denn dann? Na, eine Freundin der Natur. Ich hör auf, weil ich muss. Nur ein paar Zusatzstrophen noch, weil das gehört sich doch. Dann ist Schluss. Wenn die Steuer reformiert wird und sie wird dadurch nur mehr, wo steht denn das dann, wo steht denn das dann? Das steht uns bis daher. Soll der nächste Bürgermeister wirklich HC Strache heißen, was kann man denn dann, was kann man denn dann? Dann kann man auf ihn verzichten. Wenn zwei Damen sich heiß küssen und sie tun das nicht zu Haus, wo fliegen sie da, wo fliegen sie da? Aus dem Kaffeebrückel raus. Wenn das Publikum da heute sich diesen ganzen Blödsinn anhört, was ist es denn dann, was ist es denn dann? Es ist nichts Besseres wert. Aus.